Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Metro Exodus. Das hier ist die 8. Folge und ihr wisst in der Regel Bescheid. Viel Spaß! Ist ja gut. Okay, also anders in Gefahr. Ja, dann lass uns mal anders suchen und retten gehen. Einige Zeit später. Ah, Alter. Die schmeißen ihn mit Ziegelstein. Du Arsch. Komm her, kriegst vom Kopf. Ah, oh, Mann. Alter, pack ihn, stell mich. Aua. Arschloch. Ja, komm, lauf. Du kleines Stück. Alter, zerplatzt. So, erledigt. So, Anna wird hier drinnen sein. Vorsichtig, nicht auch scheiße. Ah, oh, meine Pfoten. Egal. Schatz, geht's dir gut? Anna, sag doch was. Babe, komm schon, mach auf. Komm schon. Ja. Na, kommst du dir? Ja, ich bin's. Ich hab dich rufen gehört. Ja, wo denn? So schlimm. Aber ich. Scheiße, sind die eingesperrt. Oh, Babe, die geht's gar nicht gut, ne? Okay, da müssen wir jetzt hin. Ah, Schatz, komm. Halt durch, ja? Ich hol dich raus. Puh, na dann. Auf geht's. Halt durch, Schatz. Mein Bauch ausgerechnet jetzt. Also, ah, wo kommt er denn jetzt her? Alter, haut ab, mal scheiße. Wieso muss die Knarre immer zum ungünstigsten Moment leer sein? Mann, fuck it. Oh. Mach doch hin, ja. Ich weiß nicht, ob ihr Zeit. Schatz, halt durch. Was war das denn? Ja.
Na komm schon, bleib liegen. Halt durch, Schatz. Wir haben es gleich geschafft. Anna, was ist denn los, Anna? Oh. Oh Gott, verdammt. Ach, von links. Wir müssen den anderen sagen, dass wir sie gefunden haben, Sam. Hi, hier bin ich. Anna, alles klar. Was ist? Ach, Scheiße. Gut, dass Atia mich gefunden hat. Ja. Oh, was ist das hier? Sieht aus wie ein Bunker. Siehst du die Fässer? Das sind irgendwelche Chemikalien. Das ist entweder ein Lager oder eine Deponie. Und diese Schalt könnte von den Einheimischen dort aufgehängt worden sein, um die Stelle zu markieren. Na, in Ordnung. Also, Artyom, tragen wir sie jetzt? Ja, es geht auch so, oder? Auf gar keinen Fall. Ich kann selbst ja gehen. Sieht nicht so aus. Ich muss etwas ausruhen, dann geht es los. Der Alte wird jetzt vermutlich völlig am Rad drehen, wenn er hört, dass seine geliebte Tochter verletzt ist oder so. Papa, ich bin's. Die Batterie von meinem Funkgerät war leer. Es war nass geworden. Abgesehen davon geht's mir gut. Das war jetzt sehr unklug, die anzufunken. Anna, eines Tages werde ich wegen dir noch einen Herzinfarkt bekommen. Sobald du zurück bist, hast du Hausarrest. Was? Wie oldschool. Hausarrest. Bist du das? Danke, dass du bei der Suche nach Anna geholfen hast. Hilf jetzt, sie gnadenlos nach Hause zu schleifen. Es wird Zeit, dass ich mal ein Wörtchen mit der Göre rede. Alter, was heißt die Göre? Keine Frau mit Kind zurücklassen. Der Alte lässt Katja und Nastja nicht mitkommen. Ja, ich habe schon gemerkt. Katja uns sogar gesagt hat, wo wir einen Passagierwaggon in gutem Zustand finden können. Wir müssen jetzt wohl zurück. Nein, nein, ihr lebt hier. Und wo wollt ihr hin? Diese Fanatiker würden euch fressen. Naja, vielleicht haben sie... Ich weiß nicht. Nein, du bleibst hier, Katja. Ich meine, klar, es geht nicht nur um den... Deine Tochter auch. Wir müssen uns auch an der Brücke durchkämpfen. Und selbst danach wissen wir nicht, welche Gefahren noch vor uns liegen. Aber trotzdem. Und ich habe ihm gesagt, dass ich helfen kann. Ich bin Krankenschwester. Ich habe ihm auch von der Brücke erzählt und dass sie abgesenkt werden kann. Ja, ich habe ihm sogar von diesem Waggon im Zug... Ja, der Herr Oberst ist etwas engstündig. Hierher gekommen. Er ist sehr gut und wir haben ihn für eine lange Fahrt ausgestattet. Onkel Archie, ja, bitte lass uns mitkommen. Ich bin noch ganz lieb. Na klar, kannst du mitkommen. Oh ja. Oh, die ist so süß, die Kleine. Ach, Nastja, hör auf, Onkel Archie. Hey, die nervt nicht. Alles gut. So, mal gucken, was die anderen machen. Schön, dich gesehen. Hi, Aljoscha. Zu sehen, Artyom. Freut mich auch. Gleich kommen die Jungs und bringen die Vermisste mit. Oh, keine Sorge, Nastja. Onkel Artyom wird mit unserem Kommandanten reden genau. Und alles klären. Hi, Miller. Du bist cool. So, Obers. Wir haben Hühnchen zu rupfen. Hi, Chris. Alles easy. Hey, Archon. Siehst du, wie alles läuft? Ja. Komm her, Archon. Mach ich. Deswegen bin ich hier. Es gibt Redebedarf. Mach ich. Herr Obers. Wir haben eine Gelegenheit, die Brücke ohne Angriff zu überqueren. Ja, haben wir die? Der Händlerkonvoi den Fluss hoch und die Brückenbewohner machen mit ihnen Geschäfte. Also werden wir als Händler verkleidet die Brücke infiltrieren und sie herunterlassen. Katja sagt, dass sie noch funktioniert. Wenn wir uns beeilen, können sie uns nicht aufhalten. Katja muss mitkommen. Und ihre Tochter auch. Werden wir die Brücke trotzdem überqueren. Egal, was diese Fanatiker denken. Sie wollen Blut, können sie haben. Also müssen wir jetzt nur noch auf das Händler. Gibt es keine andere Lösung? Außer Blut vergießen? Wir können sie hier nicht zurücklassen. Richtig. Stefan hat recht.
Hast du jemals deinen Kopf benutzt? Hast du mal deinen Kopf benutzt, alter Sack? Wohin wir fahren? Was uns auf dem Weg dorthin begegnen wird? Wo bitteschön sollen sie in der Aurora schlafen? Auf den Kohlekisten? Ja, dann suche ich halt diesen Waggon. Aber für eine Frau mit einer sechsjährigen Tochter? Wir können keine Frau und ein sechsjähriges Kind hier zurücklassen. Ich gebe Ihnen meine völlig indiskutabel. Schläfst du beim nächsten Wachdienst ein und kriegst die Kehle aufgeschnitten? Ja, das sagt der hier keine Mühe mehr hat, ne? Und hier auf seinen zwei Robobeinen rumläuft. Dass wir sie nicht zurücklassen können. Während wir warten, können wir doch einfach diesen Waggon holen, den Katja uns erzählt hat, oder? Wir können das Kind nicht hier lassen. Sag ich doch. Und wie lange sollen wir abwechselnd schlafen? Geht das schon wieder los? Wie? Wie sollen wir diesen Waggon holen? Ich werde die Aurora nicht dorthin fahren. Das brauchst du auch nicht. Ich habe im Terminal eine Motordraisine versteckt. Yeah. Ich kann einen Waggon ohne Probleme ziehen. Artyom und ich können sie holen und damit den Waggon hierher bringen. Ich lasse dich auf keinen Fall gehen. Zu zweit können wir die Reparatur bis zum Morgen abschließen. Aber alleine schaffe ich das nicht. Okay, hey. Okay, dann mach das. So. Ich will ja kein Unmensch sein. Hey, wir guck mal rüber. Diesen Waggon und wir nehmen Grinsepäckchen. Artyom, kümmerst du dich Schatzi. Darum? Hör zu, Artyom. Ja, wenn der Konvoi in Sicht ist, lässt du alles liegen und eilst zum Hafen. Das ist unsere beste Gelegenheit, die Brücke zu überqueren. Hm. Hm. Danke, Papa. Katja und Nastja werden so dankbar sein. Hm? Häuschen. Ja, Artyom, das ist ein Trennschalter für die Motordreisine. Ohne den fährt sie nicht. Sie ist ein echter Schätzchen. Sie steht fest wie das Amen in der Kirche. Sind zur Hölle und zurückgefahren, sie und ich. Wir haben so viele Sachen gezogen. Sie hat mich so oft aus dem Schlamassel geholt. Da du zum Terminal gehen wirst, hör mir gut zu, Artyom. Mach ich. Es ist ganz schön weit bis dorthin, aber okay. Wenn du nachts gehst, ist die Gefahr geringer, auf Banditen zu stoßen. Während es dunkel ist, bleiben sie in ihren Lagern. Was soll ich jetzt machen? Mich schlafen oder was? Trotzdem nicht leicht, da dann mehr ich muss jetzt nachts gehen. Sind. Und außerdem gibt es Elektroanomalien. Die Fanatiker nennen sie Dämonen der Elektrizität. Mhm. Also solltest du deine Möglichkeiten abwägen, bevor du aufbrichst. Okay, danke für die Info. Duke ist in dieser Gegend im Einsatz. Er behält die Brücke im Auge. Der Empfang ist dort schlecht. Wir kriegen nur Rauschen von ihm. Wie auch immer. Wenn du ihn triffst, dann berichte ihm von der aktuellen Situation am Terminal. Ich wette, du hast dich mit Mama und Stepan verschworen. Hey, die beiden liegen mir ebenso am Herzen wie dir, aber wir wissen nicht, ob das, was vor uns liegt, besser ist als die Fanatiker. Tja, wir werden es wohl abwarten müssen. Wir schaffen das schon. Mach dir mal keine Sorgen, Opa. Na dann mal auf. Artyom, Nastja möchte dich etwas fragen. Ja. Na los, Nastja. Onkel Artyom, Onkel Artyom. Kannst du meinen Teddy suchen? Alles klar. Mach ich. War doch gar nicht so schwer. Also, irgendwo auf den Lagertanks vom Terminal haben Dämonen ihre Nester. Ah ja. Könntest du also nachsehen, ob der Teddy dort. Was hat ein kleiner Teddy bei einem Dämonennest zu suchen? Wow. Alter Duke, Mann. Hallöchen, mein Blutsbruder. Hallöchen. Hast mich nicht gesehen, ne? Nee, absolut nicht. Ich bin jetzt Teil der Landschaft. Ja. Ich habe gehört, dass du wegen bist du jetzt ein Kamelien oder wie? Dann hör mal zu. Mach ich. Ins Terminal kommt man nur übers Wasser. Zum Glück gibt es nebenan eine Anlegestelle mit einem Boot. Wurde offenbar von den Fanatikern zurückgelassen. Drinnen sind nur diese Tiermensch-Mutanten. Tiermensch-Mutanten. Siehst du diese Tankstelle? Sie ist ein Banditenversteck. Sie überfallen die Fanatiker. Diese Typen scheinen vom Terminal wie Fliegen von du weißt schon was angezogen zu werden. Die Banditen haben während meiner Wache 3 von ihnen gefangen. Jetzt zieh dir dieses Gebäude. Dort halten die Banditen ihre Waffen zur Lösung. Die armen Kerle müssen richtig leiden. Ich habe den Oberst 3-mal um Erlaubnis gebeten, da reinzugehen, aber keine Chance. Ich verstehe. Daher ist es für mich schwierig, die Füße stehen. Das glaube ich dir. Sie haben Scharfschützen. Ich habe auf den so, ich muss ganz kurz meine Ausrüstung überprüfen. Und wenn ich ihre Lager halle, dann brauchen wir auf jeden Fall Filter. So, sollte das mal reichen. Hey, es
ist es deine Entscheidung, wann du aufbrichst. Aber im Dunkeln sollten die Banditen leichter zu machen. Ja, ich gehe nicht im Dunkeln. Ich rufe jetzt erstmal hin. Fall auf meinen Posten zurück. Ich bin ein bisschen müde. Aber ja, ist ja gut. Hau rein, Duke. So. Will ich jetzt mal schlafen? Erstmal noch einen Schluck trinken. Lecker. So, Leute. Wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht. Ja, sehr gut. So. Dann mal auf. Viel Erfolg. Danke, Duke. Den werde ich haben. So. Wir müssen zu diesem dicken, fetten Kreuz durch. Ist ein recht weiter Weg. Aber wir schaffen das. Mal gucken, was uns unterwegs erwarten wird. Hey, ist dir jemand im Terminal gewesen? Das bin ich tatsächlich. Glatze, dieser Mistkerl, hat mich mal dazu gebracht, als ich betrunken war. Und? Was ist da drin? Das ist echt mies da. Da hängen jede Menge halb aufgefressener Leichen über dem Wasser. Ich habe diese Fanatiker mal dazu aufgefragt. Offenbar liegt das an ihrem Silantius. Als er zum Boss wurde, fing er an, alle Toten an diese verdammten Fische zu verbringen. Scheiße, das ist echt krass. Ja. Kaum zu glauben, dass sie uns als Teufel bezeichnen, weil wir sie aufschlitzen. Klar, ich schlitze ihnen die Kehle auf, aber dann lasse ich sie in Frieden verwesen, wie echte Menschen. Na wow. Und darauf bist du jetzt stolz, oder was? Naja, die dämlichen Arschlöcher. Würde ich sagen. Krass. Und was ist da sonst noch? Nur die Leichen? Nee, das sind auch noch diese verfickten Mutanten. Ich tue also mit dem Boden in den Kopf. Ah, dieses Wasser. Viel zu laut. Das Geräusch war ganz übel. Er sprang aus dem Wasser zu etwa 15 Meter hoch, riss die Brücke ein, auf der die Wichser versammelt waren, und fing an zu kauen. Scheiße, ich hab doch immer das beschissene Geräusch davon im Ohr. Echt unheimlich. Verdammt! Wie bist du dann rausgekommen? Ich? Ach, gar nicht. Das Ding hat mir den Arsch abgefressen. Sehr lustig. Tja, ein ungutes Gefühl. Wer zum Teufel ist da? Oh, Scheiße. Haben die mich schon entdeckt? Was? Ich hasse diese Knarre. Die taugt nicht, ey. Verdammte Scheiße! Tja, das war's, du. Bis nächste Woche. Tschüss, euer Grau.